Willkommen bei Yoga Stilvoll im Yogazentrum Jena. Ich bin André. Das Programm heute beschäftigt sich mit den Atemtypen. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, und zwar die Atmung oben im Brustkorb und die Atmung im Bauch, also aus dem Zwerchfell tief aus und wieder ein. Daraus ergeben sich zwei Atemtypen. Die Brustkorbatmer, die lunaren, neigen eher zu Weite, zu Strecken. Die Bauchatmer, die solaren, das kommt von dem Solarplexus, neigen eher dazu auszuatmen und sich zu erden, sich zu fokussieren, zum Boden zu verbinden und gar nicht so sehr zu strecken, dass eher die Verbindung zur Erde, die Stabilität der Körpermitte entscheidend. Von der Stunde ist das heute so angelegt, dass ich beide Atemtypen, Brustkorb und Bauchatmung, immer wieder ansagen werde. Beim Üben wirst du viel spüren können, wahrnehmen können. Hierhin, dorthin. Das sind Unterschiede in der Haltung, Unterschiede in der Atmung, in der Haltung. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich merken, dass ein Teil der Ansagen, entweder mehr Richtung Brustkorb oder mehr Richtung Bauch, für dich besser gehen. Und das ist dann schon dein Atemtyp. Also zumindest der erste Hinweis auf deinen Atemtyp. Betrachte das also so als so eine Art kleines Experiment. Beim Üben zu schauen, macht das für dich Sinn, mehr in den Brustkorb zu atmen oder mehr in den Bauch zu atmen. Es geht im Stand los, also richte dir die Matte gut ein und komm in die Mitte der Matte zum Stand. Im Stand verbinden wir als erstes eine Armbewegung mit der Atmung. Dafür strecken seitlich die Arme so auf Schulterhöhe aus mit der Einatmung. Ausatmen, bringen sie vor dem Körper, vor dem Herzen zusammen. Einatmen, streckt die Arme nach oben. Und ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, zur Seite gestreckt. Ausatmen, vor dem Körper geschlossen. Einatmen, nach oben verlängert gestreckt. Ausatmen, wieder gesenkt. Ein seitlich, aus zur Mitte, ein nach oben gestreckt, aus wieder gesenkt. Immer einatmen seitlich, ausatmen vor dem Körper geschlossen, einatmen nach oben gestreckt, ausatmen wieder gesenkt. Betonung auf der Einatmung, einatmen, aus eher entspannt. Einatmen nach oben gestreckt, ausatmend locker. Intensiver Einatmen streckt dich weit auf. Ausatmend eher weich. Einatmen streckt dich lang nach oben. Ausatmen wieder sinken. Noch intensiver Einatmen dehnt dich sehr weit auf. Ausatmend eher wie eine kleine Pause. Einatmen streckt dich weit nach oben. Ausatmend wieder lösen. Immer einatmend zur Seite gestreckt. Ausatmend entspannt nach vorn geschlossen. Einatmend nach oben gestreckt. Und aus wieder gelöst. Also einatmend schaffe Weite, dehn dich auf. Ausatmend etwas lockern. Einatmend Dehnung nach oben, Streckung nach oben. Ausatmend wieder lösen. Ein Weite, aus Entspannung. Ein Strecken in die Weite, in die Höhe, aus wieder lösen. Ein letztes Mal, einatmen, streck dich in die Weite, ausatmen, lösen. Einatmen, nach oben dehnen, aus geht es in den Stand zurück. Einatmen, Weite schaffen, aus entspannt. Einatmen nach oben gestreckt, ausatmend gelöst, ein und aus ganz weich.
ein weit nach oben und aus, entspannt. Spür nach, wie du jetzt stehst, wie deine Atmung fließt. Wir haben die Einatmung betont, die Atmung im Brustkorb. Die gleiche Bewegung ausatmen betont. Einatmen bringt die Arme zur Seite. Ausatmend zentriere dich zur Körpermitte. Einatmen locker nach oben gestreckt. Ausatmen, als wenn du nach unten drückst, erde dich. Die Einatmung ist weich zur Seite. Ausatmen, als wenn du zur Mitte drückst. Die Einatmung locker nach oben und die Ausatmung geführt nach unten. Einatmen weich zur Seite. Die Ausatmung bekommt Fokus, Zentrierung. Einatmen locker nach oben und ausatmend erde dich nach unten. Einatmen weite schaffen, aber entspannt. Ausatmend zentriere dich, erde dich. Einatmen geht es weich nach oben. Ausatmen drück in den Boden, die Hände drücken fast nach unten. Ein locker seitlich. Aus vor dem Körper zentriert. Ein weich nach oben weite schaffen. Und ausatmend wieder lösen. Einatmend seitlich locker strecken. Ausatmen gut zentrieren. Einatmen weit nach oben dehnen. Und ausatmen wieder gut mit dem Boden verbinden. Ein locker. Ausatmung hat den Fokus. Die Einatmung weich, fast entspannt. Die Ausatmung geführt, verlängert. Ein weich, aus, zentriert zur Körpermitte. Ein locker nach oben und aus, verbinde dich mit dem Boden nach unten. Ein ganz weich in die Weite. Aus, zentrieren. Ein weich nach oben gedient, aus, wieder gelöst. Letztes Mal einatmen weich zur Seite, aus gut zentriert zur Körpermitte. Einatmen weich nach oben gedient und ausatmen wieder aufgelöst. Ein weich zur Seite gedient, aus gut zentriert in die Körpermitte. Ein nochmal weich nach oben gedehnt. Ausatmen, lass die Arme sinken, verwurzel dich, erde dich. Bleib im Stand und spür nach. Der Fokus war jetzt eher auf die Erdung, auf die Zentrierung, damit zum Zwerchfell, zur Bauchatmung hin. Gut, wir mobilisieren. Dafür roll über die Füße nach vorn und hinten, dass die Fußgewölbe wach werden. Ein bisschen Gleichgewicht ist natürlich auch dabei. Und dann mobilisiere die Hüfte, indem du sie kippst, also Schambein und Steißbein heben und sinken. Und die Schultern mobilisiert über eine Drehbewegung, die von den Händen über die Arme bis in die Schultern geht, sodass daran organisch eine leichte Vor- und Rückbeuge anschließt. Immer ausatmen, einwärts gedreht, nach vorn gerollt, einatmen, auswärts gedreht, Richtung Rückbeuge. Einfach nur weich die Arme, die Schultern, den gesamten Oberkörper mobilisieren. Gut, Tadasana, der aufrechte Stand, für die Brustkorbatmung. Dafür verwurzel die Füße fest im Boden, richte die Hüfte aktiv auf, also nimm die Bauchdecke rein, man spricht auch von der Bauchstütze, Steißbein nach unten gezogen, der Brustkorb gehoben, die Schultern weit nach hinten genommen, der Nacken lang, nur kannst sogar die Nase ein wenig heben, also ein wenig nach oben schauen. Also das, was man oft im Yoga mit einem aufrechten Stand verbindet, nach unten drücken,
die Körpermitte stabilisieren und den Brustkorb einfach nur schön nach oben weiten. Gut, dann locker mal komplett den Körper so ein bisschen durchschütteln. Wir stellen uns etwas anders. Und zwar in den Knien weich, etwas angewinkelt. Auch die Hüfte ist eher weich, die hat eigentlich keine Spannung, keine Kraft. Der Oberkörper ist locker aufgerichtet, der Kopf eher ein wenig nach vorn geneigt, sodass du dich gut zum Boden verbindest. Einen sehr sicheren, stabilen Stand hast. In der Körpermitte gut zentriert bist und einfach nur locker ein wenig nach oben wächst. Also kein Strecken, es ist eher ein nach unten Verbinden und weich nach oben Länge schaffen. Gut, locker wieder, beweg dich ein wenig. Es geht weiter mit dem Baumvrikshasana. Dafür verwurzel den Standfuß fest im Boden. Bring den zweiten zum Standbein und komm in eine für dich passende Variante vom Baum Vrikshasana. Brustkorb orientiert, drück kräftig in den Boden rein, zieh die Bauchdecke nach innen, spann den Beckenboden an und bring weit in den Oberkörper. Dehn dich auf. Fass eine kleine Rückbeuge hinein nach oben. Atme in den Brustkorb. Ja, betont mit der Einatmung Weite schaffen. Ausatmen, ein wenig lockern. Der Seitenwechsel, löse auf. Stabilisiere dich auf dem anderen Bein. Obere Fuß geht wieder zum Standbein, die Arme gehoben. Das kann durchaus so tendenziell weit nach oben in die Streckung gehen, sodass das Standbein gut gestreckt am Boden steht. Die Körpermitte gut stabilisiert, indem die Bauchdecke weit nach innen zieht und der Brustkorb die Chance nutzt, sich nach oben zu dehnen, weiter zu bekommen, aufzurichten. Gerade in der Einatmung wirklich gut zu dehnen. Dann löse wieder auf. Wir machen das nochmal ausatembetont. Das Standbein ist wieder in den Boden verwurzelt, bleibt leicht angewinkelt. Der zweite Fuß kommt zum Standbein, das kann unten am Knöchel sein oder auch oben am Oberschenkel. Heb die Arme etwas an, fokussiere dich aber eher auf den Kontakt zum Boden. Meistens sogar hilfreich, die Hände direkt vors Herz zu bringen, weil man da Körpermitte mehr betont. Also das Standbein drückt in den Boden hinein, ist etwas angewinkelt. Die Hüfte bleibt eher etwas weich, geschmeidig. Und der Oberkörper weich aufgerichtet, nicht nach oben gestreckt, einfach nur weich aufgerichtet, sodass deine Atmung gut fließen kann, vielleicht Richtung Bauch oder Richtung Nieren. Löse auf und wechsle zur anderen Seite. Wieder der Standfuß ist am Boden verwurzelt, das Knie bleibt leicht angewinkelt. Der zweite Fuß geht zum Knöchel oder Oberschenkel. Bleib in der Hüfte eher weich, sodass der Bauch keine Spannung bekommt, die Atmung dort fließen kann. Und dein Oberkörper sich nur sanft aufrichtet. Betonung ist beim guten Stand. Diese Verbindung in den Boden, die Stabilität nach unten, das schenkt dir eine weiche Aufrichtung nach oben. Es geht weiter mit dem Tänzer.
Wieder erstmal die lunare, die Brustatmer-Variante. Dafür den Standfuß gut im Boden verwurzelt, greift ihr den hinteren Fuß, richte die Hüfte gut auf, indem die Bauchdecke weit nach innen geht und streckt dich weit nach oben. Das wird eine aktive Rückbeuge, jeweils mit der Einatmung schaff Länge, mit der Ausatmung entspann dich in der Haltung etwas, um dich einatmen wieder mehr zu strecken. Selbstverständlich achte auf den unteren Rücken. Wenn du magst, kannst du gerne etwas mehr nach vorn gehen mit dem Oberkörper. Die Tendenz ist aber von dem Blick eher nach oben, in die Weite, in den Raum hinein. Dann zieh das Knie nochmal nach vorn, oben heran, drück das Standbein kräftig in den Boden. Löse auf, wechsel auf die andere Seite. Beginn wieder, indem du den Fuß greifst, deine Hüfte sehr kraftvoll aufrichtest. Nimm also die Bauchdecke nach innen, das Steißbein nach unten. Schaffe weit im Oberkörper. Dehne dich auf der Körpervorderseite weit auf. Das sind Strecken jeweils in der Einatmung. Weite schaffen, dehnen. Ausatmen muss man, das ist aber eher eine kleine Pause, um zwischendurch etwas weicher zu werden, damit die Einatmung wieder mehr Weite erzeugt. Zum Auflösen bring das Knie nach vorn, zieh es nochmal heran, schaff Weite im Oberkörper und lass den Fuß wieder sinken. Analog Ausatmen betont. Verwurzel deinen Standfuß wieder fest im Boden. Das Standbein selber bleibt leicht angewinkelt. Greif dir den zweiten Fuß hinter dem Rücken. Der Arm hebt erstmal nur weich etwas nach oben. Jetzt ist die Idee, kräftig in den Boden zu drücken. In der Hüfte selber eher weich zu bleiben. Auch im unteren Rücken eher ein Gefühl von Weichheit zu erhalten. Und dann die Körpervorderseite zu dehnen. Also verwurzel dich in den Boden, schau, dass die Körper mit in eine gute Ausrichtung behält und erlaub der Körpervorderseite eine Entspannung. Und in dieser Entspannung entsteht langsam weiter. Löse auf, indem du wieder das Knie vorn greifst, nochmal nach oben heranziehst. Beide Füße am Boden. Wechsel auf die andere Seite. Wieder das Standbein leicht angewinkelt, hat einen guten, kraftvollen, spielerischen Bodenkontakt. Die Hüfte selber bleibt eher weich. Bau diese Dehnung also langsam auf. Es ist eher so, dass du Kraft von den Boden hinein drückst. Und die Körpervorderseite entspannst und dadurch erlaubst, dass Weite entsteht. Mit der Ausatmung geht jeweils der Impuls nach unten in den Boden hinein und mit der Einatmung entsteht eine entspannte Weite. Die Ausatmung hat mehr Kraft, die ist geführt. Die Einatmung ist weich. Zum Auflösen bring das Knie nochmal nach vorn, zieh es heran und stell den Fuß wieder zum Boden. Es geht in eine weiche Vorbeuge, Uttanasana. Dafür stell die Füße hüftgelenksbreit, die Knie etwas angewinkelt, lass dich nach vorne sinken. Betonung mit Weite im Brustkorb, dafür zieh den Brustkorb nach vorn. Wahrscheinlich ist es mit den Händen unten zu tief, also du kannst die Hände gerne auf die Oberschenkel bringen und dich jetzt mit der Einatmung wirklich aktiv nach vorn ziehen und ausatmen mit langem Rücken etwas nach unten sinken. Immer einatmen nach vorn verlängern, den Brustkorb weiten und ausatmen aus der Hüfte ein wenig nach unten sinken. Gut, die
gleiche Haltung etwas verändert. Drück die Füße in den Boden. Bleib in den Beinen sehr kraftvoll. Die Hüfte strebt nach hinten oben. Und der Oberkörper sinkt eher locker und weich nach vorn. Es ist ein Entspannen in die Vorbeuge, indem die Arme und der Kopf schwer werden, der Rücken weich und lang. Dann drück in den Boden, richte dich wieder nach oben auf. Es geht weiter mit dem zweiten Held, Vihabhadrasana 2. Komm in eine mittlere Grätsche, das rechte Knie über die rechte Ferse gebeugt, das hintere Bein ist einwärts gedreht und gestreckt. Luna, bring Aktivität in den Beckenboden und die Bauchdecke, zieh die aktiv nach innen. Bring weit in den Oberkörper. Es wird fast eine kleine Rückbeuge, indem die Schultern etwas nach hinten sinken. Der Blick eher nach oben. Mit der Einatmung, dieser Betonung der Weite im Brustkorb. Ausatmen, etwas lockern, damit die Einatmung wieder mehr Weite geben kann. Lass die Arme sinken, wechsle die Position der Füße. Zweite Held nach links, linke Knie über der linken Ferse, hintere Beine wieder gestreckt, einwärts gedreht. Die Beine sind einmal gut gestellt, kraftvoll mit dem Boden verbunden, die Körpermitte gut stabilisiert, also zieh die Bauchdecke einwärts. Das gibt dir den Halt, um den Oberkörper zu weiten. Dich immer beim Einatmen noch ein wenig zu strecken, vielleicht auch die Fingerspitzen weiter wegzuschieben. In der Ausatmung nie kollabieren, also bleib aufrecht, entspanne dich nur ein wenig, damit die nächste Einatmung noch mehr Weite, noch mehr Raum geben kann. Dann lass die Arme wieder sinken. Wechsel noch einmal nach rechts. Jetzt sind die Füße absichtlich gut mit dem Boden verbunden. Die Hüfte bleibt weich. Stell dir das wie im Tai Chi vor. Kannst auch so ein bisschen bewegen. Auch das hintere Bein ist nicht ganz gestreckt. Die Arme nur locker gehoben. Die Schulter betont gelockert. Der Nacken locker, der Kiefer locker. Also verbinde die Füße in den Boden. Gerade mit der Ausatmung. Drück nach unten, halte dich dort fest. Stell dir vor, dass der Oberkörper einfach nur weich aufrichtet. Die Arme locker heben. Das geschieht eher ohne Kraft, ohne Strecken. Es ist nur ein freundliches Dehnen. Lass die Arme sinken. Wechsel wieder nach links. Beginne, indem du die Beine stabil zum Boden verwurzelst. Die haben immer so ein bisschen Spielraum. Die Hüfte auch eher weich. Der Oberkörper ist eher locker, vor allem die Schultern gesenkt. Der Nacken locker, der Kiefer locker. Also deine Körpermitte sorgt für die Stabilität der Haltung, nicht indem sie anspannt, sondern indem sie weich ausgerichtet ist. Die Beine arbeiten mit Kraft nach unten und der Oberkörper bekommt eine weiche Weite. Die Ausatmung sorgt jeweils für die Zentrierung und Erdung nach unten und die Einatmung gibt einen leichten Impuls in die Weite, in die Dehnung. Dann löse wieder auf, wechsle wieder nach rechts, so ähnlich Parshvottanasana. Beginn wieder einatembetont, Brustkorb. Also rechte Knie bei der rechten Ferse, schaff weit im Oberkörper, zieh dich weit nach rechts, stütz dich dort ab, bring den linken Arm schräg über den Kopf,
Schau, dass die Beine kraftvoll stehen, das hintere Bein wirklich gut gestreckt, nah am Überstrecken, die Bauchdecke weit nach innen gezogen. Nutz die Gelegenheit, den Oberkörper weit aufzudehnen. Mit der Einatmung ist wirklich ein Strecken in die Weite, mit der Ausatmung ein etwas Nachlassen der Spannung. Der Blick geht nach oben, der Fokus in die Weite, in den Raum. Zieh dich wieder nach oben aus der Haltung heraus, wechsel mit den Füßen auf die Position nach links, schaff von Anfang an weiter, streck dich weit nach links, zieh dich in die Haltung hinein, stütze dich links ab, bring den rechten Arm schräg nach oben, wieder die Bauchdecke etwas nach innen gezogen, der Beckenboden angespannt für die Stabilität und der Oberkörper bekommt mit der Einatmung viel Streckung, eine aktive Weite. Ausatmen, ein wenig lösen, einatmen, dehne dich in den Raum, nach oben, in die Weite hinein. Zieh dich wieder nach oben in den zweiten Helden, lass die Arme sinken, wechsel wieder nach rechts, ausatme betont, erdungsbetont. Dafür sind die Beine wieder stabil, aber auch weich. Die Hüfte bleibt weich. Aus dem zweiten Helden geht es wieder zur seitlichen Winkelstellung, nur diesmal mit dem Blick nach unten. Die Beine, die Füße sind stabil mit dem Boden verbunden. Eigentlich wäre wackelig jetzt besser, so auf einer schlecht aufgepumpten Luftmatratze. Die Körpermitte hat eine gewisse Stabilität, ist aber nicht fest. Und der Oberkörper darf sich weich weiten, dehnen. Schau, dass die Atmung fließt, die Ausatmung jeweils, um in den Boden zu drücken, dich da gut festzuhalten, die Einatmung, um weich Raum zu schaffen, Weite zu schaffen. Drück in den Boden, auflösen, indem du in den Boden reinschiebst und quasi nach oben schwebst. Wechsel, dreh die Füße wieder nach links, zieh dich weich nach links, stütz dich ab. Bring den rechten Arm schräg nach oben. Auch hier fang weich an. Verwurzel dich zum Boden. Schau, dass die Bauchdecke, der Rücken gut stabilisiert und trotzdem weich bleiben, dass du atmen kannst. Und dann darf der Oberkörper das Weite bekommen. Indem du dich nach unten erdest, entsteht Kraft und Stabilität, mit der du dich nach oben weiten kannst. Gut, dann löse auf. Es geht mit der weiten Grätsche weiter. Dafür richte die Füße nach vorn aus, stütz die Hände unter den Schultern ab. Prasarita Parshvottanasana. Brustkorb orientierend heißt es, dass du dich mit dem Oberkörper nach vorn weitest. Gefühlt sind die Beine eher etwas überstreckt, brauchen dadurch kaum Kraft, weil sie an der Streckung sind. Und du kannst beim Einatmen den Brustkorb nach vorn dehnen, in die Länge bringen und beim Ausatmen mit dem langen Oberkörper etwas sinken. Immer einatmen, lang nach vorn strecken, ausatmen, ein wenig sinken. Mit der Einatmung geht es dann wieder nach oben, die Hände gerne an der Leistenbeuge, richte dich nach oben auf. Die Ausatmer-Variante, dafür locker erstmal, die Beine wieder etwas angewinkelt, aber gut in den Boden gedrückt. Der Oberkörper sinkt locker nach vorn. Die Idee ist jetzt hier in den Beinen Kraft aufzubauen, in den Boden reinzudrücken, die Sitzbeinhöcker nach oben zu schieben. Und im Oberkörper zu sinken, dass dein Rücken länger werden kann, weich sein darf. Gut, um hier aufzulösen, drück in den Boden.
Die Hände in der Leistenbeuge geht es mit einer Ausatmung zurück nach oben in den Stand. Gut, richte dich nochmal zum langen Mattenende aus. Übergang ins Sitzen, bring die Hände in die Vorbeuge nach vorn, kreuz die Füße, lass die Hüfte sinken. Paschimottanasana, die lange Vorbeuge. Wieder erstmal einatmen betont für den weiten Brustkorb. Die Knie etwas angewinkelt, das hängt an der Dehnung der Beinrückseiten. Ja, wenn die sehr gedehnt sind, gern mit gestreckten Beinen. Die Idee ist, in der Hüfte eher fest zu werden und dich mit der Einatmung nach vorn zu ziehen und ausatmen mit langem Rücken etwas tiefer zu gehen. Also mal einatmen, zieh dich nach vorn, streck dich nach vorn und ausatmen, lass dich lang etwas tiefer sinken. Und so schrittweise immer weiter in die Haltung hineinzieht. Gut, dann löst zum Sitz nach oben auf. So ähnlich, nur ausatmen betont. Komm wieder in die Vorbeuge, diesmal die Knie etwas mehr angewinkelt. Der Oberkörper weich, der Nacken locker. Setzt die Vorstellung, dass die Hüfte und die Fersen in den Boden sinken, die Beinrückseiten in die Länge entspannen. Man zieht sich nicht in diese Dehnung hinein, sondern man entspannt sich in die Dehnung. Auch hier, du kannst mit der Einatmung den Oberkörper etwas nach vorn längen, weiten. Die Idee ist aber wirklich, dabei passiv zu bleiben, weich zu bleiben, den guten Kontakt zum Boden immer wieder herzustellen und zum Boden zu sinken. Richte dich wieder nach oben auf. Es geht in den Drehsitz. Rechte Bein bleibt lang. Linke Fuß ist außen am rechten Knie aufgestellt. Für die Brustkorb-Variante. Ja, rechter Arm umfasst das linke Knie. Richte dich weit nach oben auf. Und in dieser Aufrichtung dreh nach links. Die Idee ist, immer einatmen, nochmal nach oben zu wachsen. Den Brustkorb zu heben, zu weiten. Und in der Ausatmung weich ein Stück nach hinten zu drehen. Die Hüfte selber ist eher fest. Die gibt dir die Stabilität, indem sie Spannung aufbaut. Im Beckenboden, auch ein bisschen in der Bauchdecke. Und der Brustkorb nutzt die Gelegenheit, sich beim Einatmen nach oben zu weiten, um beim Ausatmen nach hinten zu drehen. Dann dreh zurück, wechsel auf die andere Seite. Auch hier die Idee, sich mit dem Boden zu verbinden, indem das Gesäß eher fest wird. Für mich fühlt sich das sogar eher wie spitz an. Und der Brustkorb nach oben aufdehnt, weitet. Mit der Einatmung wirklich nach oben wachsen, Weite schaffen. Ausatmen, sanft in die Drehung hineindrehen. Dreh dich wieder nach oben, vorn, zurück. Wechsel auf die andere Seite. Du kannst gern das lange rechte Bein jetzt anwinkeln, also den Fuß außen neben die Hüfte legen. Mit
du dich nur, wenn die Hüfte dann immer noch gerade am Boden sitzen kann. Der Fokus besteht jetzt darin, dass man sich gut mit dem Boden verbindet, also deine Hüfte zum Boden sinkt. Je schwerer die am Boden ankommt, umso leichter kann sich dein Oberkörper aufrichten und daraus sanft nach hinten drehen. Also stell dir vor, dein Rumpf wird lang gezogen, weil die Hüfte nach unten sinkt und der Brustkorb nach oben dehnt. Auch hier die Einatmung macht die Aufrichtung, die Ausatmung die Drehung. Wechsel auf die andere Seite. Auch hier komm an. Richte die Hüfte gerade aus. Schau, dass sie nicht zu sehr nach hinten rollt, also die Lendenwirbelsäule keinen Rundrücken bildet. Lass die Hüfte selber in den Boden sinken, also mit den vorderen Sitzbeinhöckern in den Boden gesenkt. Und wachs weich nach oben in die Drehung nach hinten. Gleiche Grundidee. Die Hüfte sinkt zum Boden, während der Oberkörper nach oben dehnt. Die Einatmung führt dich etwas nach oben, die Ausatmung in die Drehung. Das bekommst du geschenkt, wenn du dich gut mit dem Boden verbindest. Kein Strecken nach oben, es ist eher ein Aufblühen nach oben. Dann löst sie da auf. Es geht weiter mit einer Atmung. Die leichte Variante ist mit den Armen gestreckt, im Oberkörper Vor- und Rückbeuge. Die vollständige Variante der Fisch auf den Unterarm abgestützt in die Vor- und Rückbeuge der Wirbelsäule. Also die Beine sind locker gestreckt. Mit der Einatmung geht es zum Fisch, den Brustkorb schön aufdehnen, weiten strecken, ausatmen, auflösen. Achte auf den Nacken, also Kopf nicht zu weit nach hinten. Der Fokus ist eher auf der Atmung. Und zwar ist die Einatmung aktiv, ein Einsaugen der Luft im Brustkorb. Und die Ausatmung eher passiv, ein Loslassen. Das ist die Dynamik des Atmens im Brustkorb. Das ist die Einatmung, die Kraft hat. Und die Ausatmung, die Entspannung. Dass man Luft einsaugt, dabei kraftvoll dehnt und dann wieder lockert. Beende, leg dich entspannt ab, spür für einen Moment nach. Es wäre jetzt zu erwarten, dass die Atmung weiter im Brustkorb fließt. Also die Einatmung den Brustkorb weitet, die Ausatmung eher passiv. Jetzt drehen wir das um, Zwerchfell-Bauchatmung in Apanasana. Dafür greift ihr deine Knie, zieh mit der Ausatmung die Knie zum Brustkorb heran, bring sie mit der Einatmung wieder weg. Jeweils beim Ausatmen, wenn du sie ranziehst, verlängere, das wie Luft rausschieben, mit der Einatmung lockere, einfach nur entspannen. Hier dreht sich die Dynamik um. Die Ausatmung bekommt Kraft, bekommt was Schiebendes, Verengendes und die Einatmung wird die Entspannung. Der wesentliche Unterschied zwischen den Atemtypen, ja, die aktive Phase. Und hier ist es eine aktive Ausatmung und eine passive Einatmung. Löse auf, die Füße aufgestellt, die Knie können zusammenfallen, spür nach. Möglicherweise bleibt dein Körper bei der Bauchatmung, also lange geführte Ausatmung, weiche Einatmung zum Bauch. Wir verbinden beides zu einer Bewegung Richtung Schulterbrücke und Apanasana. Immer mit der Einatmung geht es zur Schulterbrücke, die Hüfte gehoben, die Arme über dem Kopf abgelenkt. Ausatmen, roll den Rücken lang ab,
greift ihr die Knie und zieh Nase und Knie aufeinander zu. Immer einatmen geht's zur Schulterbrücke. Ausatmend abrollen und am Ende einrollen. Hier kannst du beides verlängern, beides vertiefen. Die Einatmungskraft war vertiefen. Die Ausatmungskraft war verlängern. Und dabei natürlich schauen, ob es eine Präferenz gibt, einen Teil der Atmung gibt, der dir mehr gefällt, der dir angenehmer ist. Dann noch eine letzte Runde in deinem Tempo. Anschließend spüre wieder in der Rückenlage mit aufgestellten Beinen nach. Beobachte, wie deine Atmung fließt. Komm wieder nach oben in einen sehr bequemen Sitz. Du kannst dich auf eine Seite rollen oder direkt am Knie hochziehen. Eine kleine Meditation. Also ein bequemer Sitz deiner Wahl mit einer weichen Aufrichtung. Und einem guten Fokus zu deiner Atmung. Beobachte, wie atmest du jetzt? Es kann ausgeglichen sein. Es kann sein, dass es eine Betonung gibt. Mehr Richtung kraftvoller Einatmung in die Weite. Dass dir das angenehm ist, dich zu strecken, dass es dich wach macht. Oder vielleicht mehr eine Betonung Richtung Ausatmung, die mit der Erdung verbunden ist und in die Stille, in die Ruhe führt. Bleib hier beim Beobachten. Am Ende weiß dein Körper, wie er atmen möchte. Wenn du es genauer wissen willst, es gibt noch die zwei Folgevideos mit nur Brustkorbatmung und nur Bauchatmung, lässt sich das noch genauer erspüren. Für den Moment schau, wie ist es jetzt, nach dieser Praxis, in der du beides immer wieder im Wechsel probiert hast, immer wieder die Brustkorbatmung und die Bauchatmung geübt hast. Dann beende diese kleine Meditation, indem du deine Hände vors Herz bringst, dir dankst,
Namaste. Beobachte ruhig deinen Atemtyp noch ein wenig. Also schau im Alltag, atmest du mehr zum Brustkorb, mehr zum Bauch? Was machst du, wenn du dich anstrengst? Wie atmest du dann? Was machst du, wenn du dich entspannst? Wie atmest du dann? Du kannst natürlich auch dieses Video nochmal wiederholen, diese Sequenz wiederholen, um dafür ein gutes Gefühl zu bekommen. Eine gute Atmung ist eine, die dich nicht anstrengt, die dir Kraft gibt. Also wo du nicht Power aufbauen musst und hinterher müde bist, sondern wo du das Gefühl hast, atmen ist schön. Und das kann sein, dass du tatsächlich eher oben im Brustkorb atmest, lunare Atme, oder mehr im Bauch, solare Atme. Ich habe dazu noch zwei weitere Videos. Einmal Brustkorbatmung, einmal Bauchatmung. Vielleicht schaust du auch dort mal rein. Ich freue mich natürlich über Rückmeldungen, also ein Like, gern auch ein Kommentar. Wenn du den Kanal abonnierst, sowieso super. Und wenn dir noch Yoga-Hilfsmittel fehlen, Matte, Decke, Kissen oder Yoga-Kleidung, kannst du uns gerne auf der Webseite besuchen. Alles Gute, bis bald.